Hey ja, und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 16. Ich weiß, es ist lange her, allerdings hat das seine Begründung. Ich hatte kaum Zeit vor dem MSV-Spiel und dann war ich über MSV-Spiel und muss sagen, ich war danach erstmal so deprimiert, dass ich nicht weiterspielen wollte. Und dann kamen natürlich noch andere Sachen dazwischen. Ich habe ja schon vor einigen Tagen eigentlich gepostet, hey, ab morgen geht's geplant weiter. Ging's nicht, wie man mitbekommen hat. Ja, Timing ist immer perfekt bei mir. Und auch heute müssen wir kleine Einschränkungen machen und zwar spiele ich heute nur ein Spiel und zwar spielen wir heute nur gegen Hertha BSC im nächsten Part. In zwei Tagen geht es dann ordnungsgemäß mit zwei Parts pro Spiel weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen abgelenkt von FIFA, da ich Football Manager, kennt ihr vielleicht, nicht den von EA, sondern den von Sega, diesen englischen, den habe ich halt, ja, installiert, dann halt alles auf Deutsch gestellt, weil normalerweise ist der nur Englisch. Dann habe ich den, ja, gemoddet, dass es da jegliche Art von, ja, Dingens gibt. Mein Gott. Die zweite Liga, also alle Ligen eigentlich in Deutschland mit Trikots, Wappen und so. Ja, haben ein bisschen Zeit gefressen, habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann habe ich oft da mal Besuch bekommen. Ja, gut. Und dann natürlich noch das, ne, was da am Dienstag war. Sprechen wir mal kurz darüber. Duisburg steigt jetzt in die dritte Liga ab. Ich sage schon gekonnt dritte Liga, weil normalerweise müsste man ja sagen, Duisburg hat die Lizenz noch nicht. Allerdings sehe ich das ganz positiv, dass Duisburg schon die Unterlagen abgesendet hat. Ich glaube schon am, ich glaube vor zwei Tagen, nee, gestern haben sie, glaube ich, abgesendet. Oder vorgestern, was natürlich sehr, sehr gut ist. Das ist immer ein gutes Zeichen. Nicht so wie damals, ja, wir senden die am selben Tag ab und dann auch noch zu spät. Nee, sondern die haben die schon abgeschickt, die Unterlagen. Und natürlich, was einen auch noch Hoffnung macht, dass man die Drittliga-Lizenz mehr oder weniger hat, ist, dass man sich jetzt schon umsieht nach neuen Spielern, wie zum Beispiel irgendwie Leutenecker und Errat von Düsseldorf, Leutenecker vom Stuttgarter Kickers. Gut. Ja. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses neue Ziel, was Duisburg hat. Und zwar, also eine neue Philosophie, was Spielereinkaufen angeht. Anscheinend junge deutsche Spieler, ja, Deutsch ist jetzt nicht so wichtig, allerdings für die U23-Regel nicht so unwichtig. Und da soll angeblich von Hertha, warte, eine Überleitung, ja, vielleicht dieser Gersbeck kommen, was natürlich echt nice wäre, der mir auch schon vor Jahren als Zweitkeeper gesagt wurde, habe ich auch mittlerweile gar nicht mehr drauf. Wäre natürlich, fände ich nicht schlecht, könnte man auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, ich laber jetzt nicht zu viel. Ja, und nochmal dazu, nochmal kurz Duisburg aus der Liga. Es ist okay für mich. Ja, alles was man ging schon davon aus, dass Duisburg absteigt lange und dann kam die Hoffnung, wie man sich dann gegen Würzburg gegeben hat, war absolut schrecklich. Ja, du darfst nicht spielen. Aber es ist halt einfach okay, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht und man kann es nochmal zu was Positivem machen, diesen Abstieg. Wenn man so schnell wie möglich wieder aufsteigt, hoffentlich nächstes Jahr. Und da würde ich aber auch sagen, spielen wir auch jetzt gegen Hertha BSC. Ich möchte euch ja nicht zu lange auf den Folter spannen. Ich habe lange kein FIFA mehr gespielt. Heißt, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht so aufs Maul. Miguel muss da spielen, der Leitner eine Rot hat. Ne? Nur mal das in Erinnerung zu rufen. Wir werden nicht im Schneegestöber spielen. Es gibt in diesem Spiel nichts Schlimmeres als Schneegestöber. 15:30 spielen wir am 2. Dezember. Gut, kann man mal so machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal endlich ins Spiel und dann, ja, also ich sage das jetzt schon mal, ihr kennt das ja, ne, falls euch dann das alles gefällt und so, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen und natürlich über jeden Kommentar und ja, und ich möchte eigentlich nicht immer in den FIFA-Folgen zu viel über Duisburg reden, weil es ja auch ganz viele, ja, ist schon auch viele zu, die nicht nur Duisburg-Fans sind, aber ich denke mal, es ist okay, wenn ich das ab und zu mal mache. Okay, vielleicht habe ich ja noch was bald vor, was Fußball-Talk angeht. Da würde ich aber jetzt erstmal sagen, jemand spielt. Und hier sind wir im Olympiastadion, auch wenn man gerade nur Beine sieht. Unter anderem von, mein Gott, Václav Katlec. Muss ich erstmal wieder reinkommen, was das Aufnehmen angeht. Er ist so lange her. Auf jeden Fall, ja, Olympiastadion. Da hinten sehen wir unsere Auswärtsfans, die uns natürlich immer begleiten. Und die haben Burchard im Tor nicht mal, nicht Kraft oder, wow, jetzt habe ich einen anderen Namen, einen anderen Keeper vergessen. Egal, haben die irgendwelche Überraschungen? Zuck überrascht mich ein wenig. Ja, aber nichts, was es für uns nicht zu schlagen gibt, ja. Nee, natürlich möchte ich mit einem Sieg mein Comeback feiern, sage ich mal. In der Innenverteidigung stehen ja auch jetzt Hoffmann und Klostermann, habe ich mir ja mal so ausgedacht. Stand jetzt so, deswegen habe ich gedacht, dann lasse ich das auch so. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt tatsächlich komplett ins Spiel. Und dann geht's los und ich freue mich. Also ich habe mich echt, also... Doreax... Das war so nicht geplant. Ich wollte auf Lecky.
Oh, war natürlich eine ganz gute Möglichkeit, aber das wollte ich echt so nicht. Natürlich dann eine starke Parade vom Burchard, der sich den fast selber noch hinten reinhaut. Aber das war so nicht geplant. Matthew Lecky führt die aus. Dort steht Klostermann, unser neuer Innenverteidiger. Der war auch richtig gut. Und damit gibt es die nächste Ecke. So, Matthew Lecky. Naja, okay, der war jetzt nicht ganz so stark. Über links mit der Flanke. Wolze steht am Weg. Sehr schön. Oh, nö. Alter, war das stark von Reda. Da habe ich nämlich richtig scheiße gebaut in der Verteidigung. Klasse gehalten. Richtig klasse. Der Zweikampf, holy shit. Oh, komm schon. Cutlets. Oh, Cutlets hat die Möglichkeit. Cutlets macht das 1:0. Der Typ ist einfach klasse vorm Tor. Ich hoffe, die Facecam ist noch relativ on point. Ja. Aber sehr schön. Ja, da stand der sehr, sehr frei und dass der schnell ist. Das wissen wir und das sollten an für sich auch die Gegner wissen, dass sie das nicht zulassen dürfen. Torwart kann er natürlich gar nichts machen, er muss da beide Ecken abdecken, da kann der nichts für. Passlack. Oh, schöner Schuss. Wir sind jetzt in der Halbzeit und wir führen 1:0 und das auf jeden Fall verdient. Wir hatten so um die 3 Chancen oder so. Ich denke mal, Berlin hatte, glaube ich, nur eine, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau so sieht's aus. Die war richtig stark, also richtig gefährlich. Wir müssen leider Klostermann rausnehmen. Der ist total angeschlagen, das ist schon seit Anfang der Halbzeit. Ich habe gehofft, dass der sich wieder so ein bisschen einpendelt. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Aber naja, wofür haben wir Meißner? Meißner ist ein starker Verteidiger. Aber das nervt mich schon wieder. Weiß nicht, ich will was ausprobieren. Naja, verletzt sich jetzt. Dann ist er wahrscheinlich jetzt für 3 Wochen erstmal weg. Im nächsten Spiel gegen Giron Bordeaux fehlt er dann vermutlich, was mich auch richtig nervt, weil es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Wie gesagt, heute nur ein Spiel. Das tut mir sehr leid. Was ich aber noch ganz kurz sagen wollte, das sage ich jetzt in der Halbzeit. Ich bedanke mich sehr für 1400 Abonnenten. Das ist geil. Das ist richtig geil, ja. Ich weiß, ne, auf jeden Fall kommen jetzt auch wieder pünktlich Videos, ja. Ab dann auch wieder mit 2 Spielen. Heute nur ausnahmsweise mal 1. Ich muss nämlich heute noch was machen und so. Und ich muss das Video dann auch schneiden, rendern lassen und so. Sonst hätte ich sehr gerne 2 Spiele gemacht. Aber Giron Bordeaux, darauf könnt ihr euch dann freuen. Und ich hoffe, ja, wir machen jetzt erstmal weiter. Cutlets. Oh, was eine Parade. Die war ja richtig stark. Ich hätte vielleicht auch eher mit Wucht schießen sollen. Aber er war gut gehalten. Ey. Wir sind so klar besser. Doreax, der war strange geschossen. Allerdings wechseln wir jetzt auch mal aus. Und zwar, Miguel werden noch ein bisschen spielen. Wir holen mal, ich weiß nicht, Cutlets gefällt mir eigentlich richtig gut in dem Spiel. Wir holen mal Lecky raus und dann darf mal der Flamur wieder spielen. Dann, na komm, Bendtner darf es ja aber auch mal wieder beweisen. Holen wir Bendtner rein. Und dann würde ich eigentlich mal gerne was versuchen. Wir holen einfach mal auf ZDM. Ich kann gar nicht mehr wechseln. Ach ja, wir mussten Meißner noch reinholen. Habe ich schon wieder vergessen. Und dann bleibst du bei den Auswechslungen Bendtner und Castrati. Ich vertraue auf den. Schöne Flanke, aber Passlag steht da. Alter. Oh mein Gott, das war gefährlich. Gnabry. Oh, der war richtig knapp. Im Übrigen werden jetzt erst die Wechsel vollzogen. Hervorragend. Und Bender mit seinem starken linken Fuß. Ey, der Typ ist so schlecht mit seinem linken Fuß immer noch, ne? Puh. Ja, und damit gewinnen wir gegen Hertha BSC 1:0. Wir hätten auf jeden Fall höher gewinnen können. Ja, also wir hatten echt die Chancen dazu. Kann man echt nicht anders sagen. Wir schauen nochmal kurz in die Spielinfo. Ja, wir waren knapp dominiert. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass Hertha BSC noch Schuss hatte. Wolze ist Spieler des Tages. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, aber okay. Also beziehungsweise Reda ist es. Warum? Was hat der denn für 9 Paraden? Hä? Der hat 9 Paraden, aber Hertha BSC hat nur 3-mal aufs Tor, 2-mal aufs Tor geschossen. Also Moment. Reda, 9 Paraden, schießen 2-mal aufs Tor. Alles klar. Okay. Ich fand, wir haben richtig gut gespielt. Wir hätten locker. Sadio Mané. Lol. Alter, was hat sich denn Hertha gekauft? What the fuck? Auf jeden Fall, ne, würde ich mich über jeden Daumen nach oben extrem freuen. Natürlich freue ich mich über jedes Kommentar und nochmals vielen Dank für 1400 Abonnenten. Das, ja, ich sag's jetzt wieder, das FAQ ist in Mache.
Sollte, ich hoffe, morgen soll es kommen. Also geplant ist das FAQ morgen. Ich hoffe, das klappt dann auch so. Wir schauen mal eben kurz, wie lange gute alte Klostermann ausfällt. Natürlich 3 Wochen war klar. Ja, sorry Spanien. Ja, ich wechsle aber ein bisschen aus, wenn wir dann gekonnt gegen Jérôme Bordeaux spielen. Ich glaube, ich muss viel auswechseln, ne? Ich hätte ein bisschen mehr planen sollen. Planung zählt nicht zu meinen Spezialitäten, muss ich sagen. Und ja, ihr seht jetzt mal, wie wichtig die Partie gegen Jérôme Bordeaux ist. Obwohl wir haben auf jeden Fall, nee, doch, wir haben den 3. Platz auf jeden Fall sicher. Wir hoffen mal, dass Neapel gegen Real verliert, wir gewinnen. Vielleicht schaffen wir es dann noch. Schauen wir auf die Tordifferenz. Ja, wäre machbar. Heißt, wir gewinnen, Neapel verliert, wir werden der Champions League. Das wäre sehr nice. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Den Daumen hoch nicht vergessen, Kombi nicht vergessen. Und vielleicht, ja, nicht vielleicht, wir sehen uns auf jeden Fall in 2 Tagen dann. Ne? Wieder mit 2 Spielen gegen Jérôme Bordeaux und dann die Mannschaft, die noch dabei ist. Und damit würde ich sagen, ciao.